Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Spiel mit mir Kinderspielzeug. Ich habe hier heute wieder dieses Buch von Violetta, Disney Violetta, Violettas Tipps für die Freizeit, Fragen und Antworten aus Violettas Welt. Da sind ganz viele Tests drin und noch ganz viele andere interessante Sachen. Beim letzten Mal habe ich ja den Test gemacht, hast du dein Hobby gefunden? Und da hatten jetzt einige in die Kommentare geschrieben, du stellst das auf YouTube, aber machst das mit dem Zauberstift. Es war natürlich ein Spaß, dass ich das hier mit dem Zauberstift gemacht habe, weil ich gerne den Zauberstift ausprobieren wollte. Und ich werde auch heute wieder den Zauberstift benutzen. Ich finde das einfach witzig und weil das ja auch so eine Geheimsache ist, ein geheimer Test, kann man da auch ruhig den Geheimstift benutzen. Diesen Stift habe ich euch auch auf dem Kanal hier vorgestellt, für diejenigen, die das Video noch nicht gesehen haben. Das ist ein Stift, mit dem kann man schreiben und das sieht man dann nicht, sondern nur, wenn man da eben mit diesem Schwarzlicht hier drauf leuchtet. Ich habe auf jeden Fall noch einen weiteren Test jetzt heute rausgesucht. Kannst du auch mal Zweite sein, will ich heute testen. Bist du wie Ludmila, die es nicht ertragen kann, wenn mal jemand anders vorne liegt? Das werde ich einfach mal heute schauen. Der Trainer weist dich vor dem ganzen Team auf einen Fehler hin. Du bist tödlich beleidigt. Du denkst zu Hause darüber nach. Du besprichst die Sache mit den anderen. Wie würde ich denn da reagieren? Wenn ich wirklich einen Fehler gemacht hätte, dann würde ich auf jeden Fall darüber zu Hause nachdenken. Ich wäre auch nicht beleidigt, aber vielleicht würde ich das Ganze auch mit den anderen danach besprechen, um einfach ein bisschen zu überlegen, wie man den Fehler dann beim nächsten Mal besser machen kann, wie man den Fehler beheben kann. Ich glaube, da kreuze ich mal C an. Natürlich wieder mit dem Geheimstift. C. Wenn du einen Fehler machst, ärgerst du dich, verlierst du den Mut, strengst du dich danach noch mehr an. Wenn ich einen Fehler mache, dann ärgere ich mich natürlich. Den Mut verliere ich meistens nicht, sondern ich strenge mich danach noch mehr an. C. Die nächste Frage ist, ein Mädchen kommt mit einem fantastischen Kleid zur Schule. Alle machen ihr Komplimente. Du überlegst dir, was du morgen anziehst, um sie zu übertreffen. Du versuchst rauszukriegen, wo sie das Kleid gekauft hat. Du sagst ihr auch, wie toll sie aussieht. Ja, wenn die wirklich richtig toll aussieht, dann sage ich auch einfach, dass sie toll aussieht und versuche die nicht zu übertreffen. Und das Kleid nachkaufen möchte ich auch nicht. Also C. Dein Hobby ist für dich eine Herausforderung, die dich befriedigt, die Chance zu zeigen, was in dir steckt, einfach nur Spaß. Ja, das ist für mich vor allem Spaß. Wenn ich etwas gerne mache, dann ist das natürlich auch eine Herausforderung und auch eine Chance zu zeigen, was in einem steckt. Aber für mich ist am wichtigsten, dass das Spaß macht. Wenn ich dabei keinen Spaß hätte, dann würde ich das auf gar keinen Fall weitermachen. Also C. Deine Testergebnisse sind nicht so gut, wie du erhofft hast. Du sprichst nicht darüber. Du sprichst darüber, wenn jemand gezielt danach fragt. Du sprichst ganz offen darüber. Ich bin da eigentlich relativ offen. Du sprichst ja gar nicht darüber sprechen, würde ich wahrscheinlich nicht, weil wenn mich das ärgert, dann brauche ich das auch mal, dass man darüber spricht. Vielleicht würde ich darüber sprechen, wenn mich jemand anspricht, aber ich werde, glaube ich, relativ offen, dann nehme ich auch mal C. Ich glaube, ich hatte nur C überall. Und da leuchte ich jetzt mal wieder mit meinem Stift. C, C, C. C und C. Also ich hatte jetzt wirklich überall C. Und das bedeutet null Ehrgeiz. So ist es aber eigentlich auch nicht bei mir, dass ich gar nicht ehrgeizig bin. Aber ich versuche mal, das Ganze etwas locker zu sehen. Es macht dir absolut nichts aus, Zweite zu werden. Du hast Hobbys und versuchst dich darin zu verbessern. Aber Ergebnisse und Platzierungen sind dir nicht wichtig. Du willst einfach Spaß haben. Ja, doch, das klingt ganz gut. Ich finde, null Ehrgeiz klingt ein bisschen hart.
ehrgeizig ist man ja trotzdem, aber man möchte nicht unbedingt die Beste sein, sondern einfach das Ganze nur gut machen. Ich bin also wie Violettas Tante. Vielleicht habt ihr andere Sachen angekreuzt, vielleicht seid ihr wie Ludmila. Könnt ihr ja mal unten in die Kommentare schreiben. Würde ich mich drüber freuen, vielleicht habt ihr Lust, auch den Test zu machen und dann unten reinzuschreiben, ob ihr eher Typ A, B oder C seid. Wenn euch das gefällt, dass ich so Tests mache, dann schreibt das auch unten rein. Hier sind noch mehr Tests drin, die kann ich dann auch beim nächsten Mal noch machen. Also gerne unten reinschreiben. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben. Nehmt das nicht zu ernst, dass ich das Ganze hier mit dem Zauberstift mache. Das macht einfach Spaß. Und sonst schaut unsere anderen Videos, abonniert unseren Kanal und bis zum nächsten Mal. Tschüss!